eine hat Familie, der andere hat sie nicht. Der eine sitzt im Dunkeln, der andere nicht. Und was dem einen sie nur, ist es anderen Nacht egal. Da müssen alle durch, ja so ist das überall. Doch Gott sei Dank sind wir ja nicht allein. Wo man anklopft, kann man auch herein. Wenn ich mir an Erfahrung etwas borg, dann bei uns aufs. Haha, wer sagt denn nicht? In der Luft. So, das wird das. Herz, was willst du mehr? Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater ist ein... Man muss mal wissen, wo Richard so lange bleibt. Mutter, kommst mal eben gucken. Ich bin so weit fertig. Was hast du gesagt? Ich bin so weit fertig. Na, was ein Glück ist. Das wird ja auch Zeit, so ein Krach. Das war ja nicht zu auszuhalten, war das ja nicht. Ja. So, hier. Was sagst du nun? Ja, sag mal, das ist doch nicht fertig. Doch. Ach so, ja, hier, guck mal. Was? Ja. Ach, ja, ah, so. Und nun bloß noch das Lattenrost rein und fertig ist die Laube. Aber das ist doch schief. Nee, das sieht bloß hier im Wohnzimmer so aus. Ach, nee, Moment, Augenblick. So, bitte. Wie? Bitte, du guck dir das an. Hä? Ja, aber was ist denn das? Das ist eine Wasserwaage. Aber wie du das hier gebaut hast, da braucht man ja eigentlich mehr einen Kreiselkompass. Wie bist du bloß auf die Idee gekommen, das so zu bauen? Ich? Richard hat sich das doch so ausgedacht. Oh Gott. Richard hat das gebraucht, ja. Da muss ich mich ja gar nicht wundern. Und dafür holst du mich aus meiner Stube, Gege. Naja. Ich bin ja immer kürzer. Das ist, was hier drin ist? Eine Feder. Ja. Eine Bettfeder. Oh. Ganz schön schwer, so eine Feder. Nicht? Ja, so was Ausgefallenes zu finden, das ist gar nicht mal so leicht. Ja, nee, in den Laden gehen und einfach kaufen, ne, das ist nicht. Nee. Almut habe ich gesagt, nee. Also wenn wir das schon selber bauen, ja, dann müssen wir auch so wenig Teile wie möglich kaufen. Ja, aber woher nehmen, wenn ich stehe, ne? Ja, und da hatte ich plötzlich die Idee. Schrottautos. Hunderttausende stehen doch da an unserer Straße von rum, ja? Das ist doch die reinste Pest! Kurz vor Flensburg habe ich endlich eins gefunden. Wir
wir sind ja auch schon fertig mit unserem Geschenk, also im Prinzip jedenfalls. Ja, und die Kleinigkeiten, die Almut noch machen muss, die kriegen wir schon hin, ja. Ja, und auf jeden Fall müssen wir ja auch fertig sein, bevor Tobi wieder zurückkommt, ne? Ja, und darum bin ich auch gleich hin, rauf zu meinem Chef hoch, ne? Hab gesagt, Herr von Luxemburg, habe ich gesagt, braucht ein paar Tage Urlaub. Hat der doch das Blatt weg abgelehnt. Jetzt, wo wir uns vor Selbstanzeigen der Millionäre kaum noch retten können, ja, hat er gesagt, kann ich auf keinen Mann verzichten. Das ist doch wieder mal typisch. Das ist doch typisch. Und die Millionäre wird sich wieder sofort gekümmert. Ja. Ja. Und bei den kleinen Leuten, hä? Soziales Gewissen gleich null. Hat er nun davon? Hat er einen gelben Schein gekriegt. Almut! Was hat die bloß die ganze Zeit gemacht? Gemacht. Ich habe eine Feder besorgt. 6 Stunden lang? Ja, kurz vor Flensburg war es da. Wieso Flensburg? Hast noch bei Beate Use reingekocht? Das erklärt dir später. Ich habe gedacht, du wolltest zum Baumarkt. Ja, sag mir lieber, was das hier soll. Ich bin fertig. Na, was sagst du dazu? Ja, Menschenskind, das soll ein Bett werden und keine schiefe Ebene. Ja, also wenn man hier schon mal den Hammer in die Hand drückt, dann muss man doch gleich Angst um das ganze Haus haben. Ja, nur mal halblang nicht. Also ich hab mich haarklein an deine Zeichnung gehalten. So eine Missgeburt von Bett hab ich niemals entworfen. Das kann man doch nicht mehr verschenken. Das kann man höchstens verheizen. Ich hab doch nicht die ganze Ingenieursarbeit geleistet, damit du hier so einen Fusch ablieferst. Komm mal her. Ich werde es dir beweisen. Ja, wo bleibst du denn? Komm hier, bitte. Was ist das denn für eine Zeichnung? Die habe ich ja noch nie gesehen. Oder ist das das überdachte Katzenklo, was du Jahr für Jahr Murchen zum Geburtstag versprochen hast und wo sie dann über Altersschwäche weggestorben ist? Also du lenk nicht ab, ja? Reingucken musst du schon in meine Zeichnung. Hallo, was ist das denn für eine Zeichnung? Du heißt also selbst nicht. Nee. Ja, natürlich, klar. Das sind die... statischen Berechnungen. Und was hat das mit meinem Bett zu tun? Beim Bau eines Bettes gilt es zunächst, die zu erwartende Höchstbelastung in Relation zu setzen zur Stabilität der Gesamtkonstruktion. Dies gilt speziell für Doppelbetten, wobei ein besonderer Sicherheits... wobei ein besonderer Sicherheitskoeffizient ja, einzuhalten ist. Mhm. Ja. Und was heißt das, Richard? Also das ist genau wie bei unserer Anhängerkupplung, ja? Ja, da gibt es vom TÜV ja auch ganz strenge Vorschriften, dass da nicht zu viel Gewicht drauf wird. Ja. Also bitte, ja, hier, ganz eindeutig, ja? Alle Beine sind gleich. Ja, wenn aber alle Beine gleich sind, wie du sie hier gezeichnet hast, dann passt das Bett aber nicht unter die Dachschräge. Also dürfen die Beine... Aber so rutscht Tobi doch immer wieder aus dem Bett heraus. Nein, sie dürfen nicht gleich lang sein, sie müssen gleich kurz sein. So wird ein Schuh daraus. Wenn man das so sieht.
Sag mal, wo kommt ihr denn jetzt schon her? Tag, Mama. Tag. Tag, Papa. Moin. Ja, moin. Mit ihr wollt ihr erst übermorgen wiederkommen, nicht? Wollt ihr nicht auf der Rückreise noch ein paar Tage in Dänemark bleiben? Oh Mann, das hat uns doch viel Leute gestunken. Ah, war eine Kläranlage in der Nähe. Hab ich doch gerade gesagt, ein Ferienhaus in Dänemark, so billig, die Sache stinkt. Was ist denn los? Ich meine, Dänemark ist doch ganz schön. Doch von wegen, dieses widerliche Ungeziefer. Ja, wo Spinnen sind, gibt's keine Mücken. Wissen Sie, was ein Ohrwurm ist? Ohrwürmer gibt es nicht. Hier, so eine Viecher meine ich. Nein. Keine Angst, tote Ohrwürmer tun nichts. Es ist trotzdem kein Ohrwurm. Hast du eine Ahnung? Was soll das denn sonst sein? Also, bitteschön, wo ist das denn bitte sehr ein Wurm? So sieht doch kein Wurm aus. Hier handelt es sich eindeutig um einen Gliederfüßler und nicht um einen Wurm. Das ist doch völlig egal. Ist es nicht, sowas wurmt nicht. Die korrekte Bezeichnung ist Ohrenkneifer. Ich finde die Dinger auch ziemlich eklig. Na, sag ich doch. Also keine 5 Minuten wäre ich da länger geblieben. Oh, mein Zeit und wegen so ein Papptierchen, die keiner Menschenseele was zuleide tun. Brecht ihr euren Urlaub ab? So ein paar, das waren 2 Milliarden mindestens. Unterm Teppich, an den Gardinen. Zwischen den Tellern. Und denn abends schlag ich das Bett auf. Oh, nicht weiter, bitte. Das war wirklich nicht zumutbar. Gut, dass ich den Beweis hatte, dass das größte Exemplar sich finden konnte. Sonika Benzmänner liefen da in der ganzen Wohnung rum. Nee, der kommt aus der Abteilung Flora und Fauna, Heimatmuseum Röntgen-Törm. Den hast du mitgehen lassen? Mensch, sonst haben wir 0 Chance, vom Vermittler Kohle zurückzuholen. Na, wenn du glaubst, damit durchzukommen, viel Glück. So, aber hier, ne Tobi und Bianca, sind die denn da geblieben? Ach was, Bianca hat so geschrien, die ist noch heiser. Ja. So, und machen die jetzt woanders Urlaub? Nee, die sind bloß später losgefahren. Ach so, ja, dann können Sie ja noch nicht hier sein, bei Flensburg-Wanstau. Ah, nee, trotzdem, komm, wir müssen uns jetzt beeilen. Ach so, ja, oh, ja, Bernhard, hast du mal eben mit an? So. Soll das zum Sperrmüll? Mein Gott, ist ein Geschenk, Mensch, für Tobi. Und komm, sieht gar nicht so übel aus. Wieso eigentlich Geschenk für Tobi? Der hat doch erst in 3 Monaten Geburtstag. Ja, 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 umso größer ist die Überraschung, ne? So, hier. So. Einfach so. Außer der Reihe. Und ich? Und ich? Und ich? Und ich? Also wirklich, Pamela, du bist doch nun wirklich raus aus dem Alter, wo alle beide Kinder immer denken. Ich meine, wegen der Gerechtigkeit und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Das ist doch einfach kindisch. Also, ich krieg nix. Ja, nun lass mal. Also, wir haben schon unsere Gründe mit dem Bett. Na, dann mach raus damit. Ja, also bei euch, nicht bei dir und bei Bernhard, da haben wir ja schon lange nichts mehr dagegen, nicht? Ich meine, wenn ihr denn mal so hier, ja, ne? Also, ich wollte damit sagen, ich meine, ihr seid ja schon etwas älter und dann kommt ja auch noch die Verantwortung dazu. Eben reifer. Ja, genau. Oh Gottes Willen, da geht schon los. Also, was ich eigentlich... Komm, Richard, sag du doch mal was. Ja, 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 ja. Bernhard, ich weiß ja nicht, ob du weißt, aber also, als wir mal jung waren, also ich und Almut, ja, da gab es ein Gesetz, das bei Strafe verbot, unverheiratete Paare bei sich übernachten zu lassen. Ja. Kuppelei, nee, Kuppelei, sagte man früher dazu. Ich höre noch das Gesabbel von meinem Vater. Ich denke, ich soll erzählen. Ja, ihr haltet uns ja in vielen Dingen für altmodisch. Und was diese Sache hier angeht, so sind wir ja dann auch. Aber andererseits waren wir ja auch mal jung und verliebt, ich und Almut. Und wenn Tobi mit Bianca nun mal hier so
hier. Also Almut, nun hilf mir doch mal weiter. Also Papa meint, er fand das bisher nicht so gut. Och. Und was hat das alles mit dem Bett zu tun? Naja, wir sind ja nicht blind. Ja, und Tobi ist ja wohl wirklich aus seinem Kinderbett rausgewachsen. Aha, verstehe. Und deswegen haben sie ihm jetzt ein Bett gebaut, in dem die beiden sich so richtig bewegen können. Oh Gott, Bernhard, ihr seid ja niedlich. Also ich muss mal was loswerden. Ich finde sie beide toll. Ich bring mal unsere Klamotten in mein Zimmer. Sonst kommen hier noch die Tränen. Ja, was denn? Soll das etwa heißen, dass Bernhard hier über Nacht? Schon gut. Täusche ich mich oder ist das Bett ein Tick schief? Das wegen der Statistik. Statistik? Ja, also, TÜV-Überbelastung kennst du. Oh, Bernhard, ich hätte da noch ein kleines Attentat auf euch vor. Schießen Sie los! Ja, ob ihr das Bett hier wohl mal kurz ausprobieren könnt? Ja, Richard! Haben Sie Angst, dass das nicht hält? Ja, ich dachte nur, komm. Sicher ist sicher. Das machen wir selbst. Bernhard, guckst du mal eben, wer da ist? Ja, bitte? Guten Tag, Hartmann Schnelle. Wir hätten gerne Ihren Vater gesprochen. Sie meinen Herrn Ohnsorg? Ja. Worum geht's? Ja, also da... Sagen Sie ihm, wir sind vom KKD. Ist gut, kleinen Moment. KKD? Ja. Herr Bernhard, wer war da? Zwei Typen von so einer Versicherung. KKD oder so. Ach so, KKD. KKD! Herr Ohnsorg! Richard, komm zu dir! Was ist los? Hast du ein Problem? Was ist los, Papa? Bist du krank? Ja. Nee, eben nicht! Der KKD steht vor der Tür. Ja. Der Krankeninstanzkontrolldienst! Das ist nicht lustig! Das musste ja so kommen. So haben Sie den Beinschlafittchen, du. Also das ist mir zu hoch. Naja, ich brauchte doch ein paar freie Tage, um die Arbeit hier zu machen. Und da habe ich mir einen gelben Schein geholt. Um hier blau zu machen. Wenn Sie dich jetzt erwischen, du, das wird gemütlich. Eine Katastrophe wird das. Du stehst doch da nicht so doof rum. Ja. Fällt euch denn nichts ein? Almut, du hast den Ernst der Lage überhaupt noch nicht begriffen. Gut, seine Pensionsansprüche stehen nämlich auf dem Spiel. Was? Ja. Bitte lamentier doch nicht rum, dann bist du eben krank. Das kann doch nicht so schwer sein, zwischen im Bett zu liegen und zu stöhnen. Ja, klar. Ja, das fällt mir ein. Nein. Ich kann das nicht so stöhnen auf Kommando. Ja, ich kann ja ein bisschen nachdenken. Marschmusik. Willst du mich in den Wahnsinn treiben? Ja, das wäre zumindest eine ernstzunehmende Krankheit. Du sagst doch immer, du wirst noch mal verrückt im Abend, Papa. Ja, soll ich? Na, natürlich nicht. Also hopp, hopp ins Schlafzimmer mit dir. Also, das war ja nur ein Vorschlag. Was soll Papa denn überhaupt haben? Das weiß ich doch nicht. Aber ist doch völlig egal. Oh Mann, wie wär's denn mit Fußpilz? Ob die uns vergessen haben? Glaube ich nicht. Sonst hätten sie ja die Tür zugemacht. Außerdem hat er gesagt, einen Moment. Ja, ja. Aber immerhin. Vielleicht sollten wir uns noch mal bemerkbar machen. Gute Idee. Aber wie? Ja, so schnell fällt mir auch nichts ein. Es ist immer so. Wenn man dringend eine Idee braucht, dann haben Sie keine, Herr Plum. Zu dumm. Ob ich mal Huhu rufe? Huhu?
Huhu. Huhu. Das bringt nichts. Das Wohnzimmer ist da ganz, ganz hinten. Ich hab ein Handy mit. Soll ich da sicherheitshalber noch mal anrufen? Ich hab's. Wir klingeln noch mal. Das ist es! So ein Mist! So ein Mist! Almut! 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 Kommen! So, hier, pass auf, der Ernstfall läuft. Hier, ich stell jetzt den Tisch davor und dann holen Sie den rein. Ne? Also folgendes, das ist hier inhalieren. Ja, inhalieren? Womit denn? Womit denn? Ist doch egal. Hauptsache laut und deutlich. Ja? Wir möchten gerne Ihren Mann sprechen. Zu spät? Er ist doch wohl zu Hause. Ja, wenn Sie meinen, nicht, kommen Sie her, aber auf eigene Gefahr, nicht? Mein Mann ist sehr krank, ja. Und anstecken tut es wie nur was. Ja, wollen Sie nicht reinkommen? Wollen wir wirklich da rein, wenn es so gefährlich ist? Sie mit Ihrer übertriebenen Angst. Überzeugen Sie sich selbst, bitte schön. Guten Tag, Herr Ohnsorg. Guten Tag, Herr Ohnsorg. Hä? Haben Sie mich nicht verstanden? Oh Gott, nun ist es ihm auch schon auf die Ohren geschlagen. Oh! Was haben Sie denn? Wir möchten Sie besuchen. Oh, das ist aber nett. Almut, holst du mal eine Vase? Blumen haben wir leider nicht. Obst schmeckt auch besser. Wir kommen vom Amt. Oh, mir ist so schlecht. Was fehlt Ihnen denn, Herr Unsorg? Ja, wenn ich das wüsste. Aha. Sie wissen also nicht, was Sie haben. Da haben wir's. Was haben wir? Ach, nun tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch genau, worum es geht. Mein Mann ist krank. Ja, darum geht es ja gerade. Das müssen wir überprüfen. Ja, aber wollen Sie damit etwa andeuten, dass mein Mann simultan ist? Ich meine, er stimuliert. Er macht Ihnen etwas vor. Hier, da liegt er doch in seinem Schweiß. Aber er ist doch in ärztlicher Behandlung. Doch, doch. Ja. Und? Na ja, die Ärzte sagen einem ja nichts. Und was machen Sie nun dagegen? Jo, wir fragen immer mal wieder nach. Ich meine, kriegt Ihr Mann denn Medikamente? Doch, doch, ja. Und er nimmt sie auch regelmäßig, nicht? Aber wenn sie denn überhaupt drinnen bleiben. Ja, oh Gott, nicht. Aber was mich wirklich enttäuscht, ich meine, dass Sie annehmen, mein Mann spielt krank. Was meinen Sie, was ich schon alles erlebt habe? Erinnern Sie sich noch?
Damals dieser dicke Bayer zum Beispiel. Morgens bis zum Hals in Gips und abends sehe ich ihn bei Hagenbecks Tierpark in der Dschungelnacht beim Elefantenwettwaschen. Leiter rauf, Leiter runter. Das mag ja alles sein, aber doch bei meinem Mann nicht. Das sieht sein Chef ganz anders. Mein Mann hat Angst vor großen Tieren. Nicht so gut. Aber wir überprüfen jeden, der unmittelbar nach einem abgelehnten Urlaubsgesuch eine Krankmeldung vorlegt. Und wenn wir berechtigte Zweifel haben, dann wird eine vertrauensärztliche Untersuchung beantragt. Kommen Sie, Frau Doktor, schnell, schnell, schnell! Klar doch! Halten Sie aus, Herr Unsel, halten Sie aus! Hilfe naht! Ich habe Frau Doktor Wrangel gefunden und gleich mitgebracht. Wen? Wrangel, ich sterbe. Sehen Sie, er ist doch doller krank, als Sie dachten. Ich war doch gestern schon mal da, Herr Ohnsorg. Ich will in Ihrem Interesse hoffen, dass es Ihnen wirklich schlechter geht. Kommt er doch in den OP gestürzt und zerrt mich mir nichts, dir nicht, frisch von der Leber weg. Wenn bei so einer Transplantation etwas daneben geht, das geht einem ganz schön an die Nieren. Naja, aber was ist es denn nun, Niere oder Leber? Leber. Die alte oder die neue? Ich muss gleich kotzen. Sie mit Ihrer Überempfindlichkeit. Aber ich glaube, wir stellen Sie besser mal erstmal in den Kühlschrank. Oh ja, machen Sie mal. Sie kommt schon wieder zu sich. Das kenne ich aus dem Amt. Ja, geben Sie mal her, ich mach das dann schon. Wollen Sie sich mir endlich um Herrn Ohnsorg kümmern? Ja. Oh. Das sieht nicht gut aus. Er hat wieder einen seiner akuten Anfälle von Schüttelfrost. Das ganze Bett bebt. Ja. Gut, dass es so stabil ist, nicht? Kalt wie eine Hundeschnauze. Auf keinen Fall die Krautwickel absetzen. In den Augen ist noch Licht. Was schreiben Sie denn da? Patient ist nicht blind, kann noch sehen. Folgen Sie meinem Finger. Nur mit den Augen. Oh. Neurologische Ausfälle? Wer weiß das schon? Stecken Sie mal die Zunge raus. Weiter. So ist gut. Oh. Sie ist länger als gestern. Aha. Lange Zunge. So, Herr Unsach, nun drehen Sie sich mal auf die Seite. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt will sie Fieber messen. An Ihnen ist ein Arzt verloren gegangen. Geben Sie her. Das mache ich selbst. Also, jeder, der hier nicht zur Familie gehört, verlässt jetzt das Krankenzimmer. Bitte. Aber wir hätten gern noch etwas Genaueres gewusst. Bitte gehen Sie jetzt. Es stehen einige Untersuchungen an, die Intimsphäre des Patienten berühren. Bitte. Den gehe ich auch besser. Nein, Sie bleiben hier. Sie müssen ihn festhalten. Gottes Willen, Trude. Ich meine, Frau Dr. Trude. Frau Dr. Wrangel. Was hast du denn vor? Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Und wenn es noch so unangenehm wäre. Bitte. Bitte, Frau Doktor, nur für unseren Bericht. Was hat er denn nun? Haben Sie noch nie was von ärztlicher Schweigepflicht gehört? Und außerdem ist das... Ist die Besuchszeit zu Ende? Ich kann Ihnen nur so viel sagen, ob Herr Unsach noch die nächste Folge miterleben wird. Oh. Glauben Sie nun, dass er nicht simuliert? Es sieht so aus. Ich bitte Sie, Sie haben doch gehört, dass es vielleicht zu Ende geht mit ihm. Er wird es schon nicht übertreiben.
Auf Wiedersehen. Ja. Und nichts für ungut. Ja. Ach so, ja, ich hätte da noch eine Frage. Sie sind doch beschlagen in Behördensachen. Nur für den Fall, dass... Wie beantrage ich Witwenrente? Die hat Nerven. Oder wird sich mein Richard aber freuen? Alles Paletti, Pamela. Sie können wieder du zu mir sagen. Oh. Das war eine Angstpartie, du. Komm. Die Luft ist rein. Was? Juhu! Ja! Ja, Leute! Noch zu Blumen. Ja, und ich komme zu 37,50 Mark, alt aber nicht. Das sind aber schöne Blumen. Darf ich die für ein paar Tage haben? Nee. Weißt du was, Trude? Du hast uns so aus der Bredouille geholfen. Wir schenken sie dir. Ja, mit einem großen Dankeschön. Wollt ihr meinen Ruf ruinieren? Geschenkt nehme ich nicht. Dann leih ich mir lieber woanders welche. Liebe Freunde, das war aber knapp. Das hätte ja aber auch sowas von ins Auge gehen können. Oh, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Danach, mach mal. Aber Sie haben die Kröte geschluckt. Ja. Das war ja auch meine Idee. Und als Trude da mit ihrer Leber angekommen ist, hat mich fast geschmissen. In meinen Augen ist noch Licht. Zimmer tapeziert und endlich das verstopfte Rohr im Bad repariert. Und wann, bitteschön, soll ich das machen? Ja, nachdem du die Kleinigkeiten in meinem Zimmer repariert hast, nicht? Bitte. Unbeliebt! Ja, Marlene, du wirst dem lieben Gott noch danken, wenn du wieder arbeiten darfst. Also, ich erhebe mich. Und mein Glas? Oh Mann, nun kommt das Wort zum Sonntag. Oh Gott. Also, liebe Gemeinde, Prost. Du hast überhaupt kein räumliches Vorstellungsvermögen. Wie willst du denn so eine Rundcouch in die Ecke da reinkriegen? Kannst du mir das mal erklären? Das Zimmer hat nur 21 Quadratmeter. Red doch nicht, du machst doch bloß die Farbe nicht leiden. Du bist doch wohl das Dümmste, was raus ist. Also Kinder, Kinder, bitte, bitte, bitte. Dies hier ist ein Krankenzimmer. Mann, das sehe ich ja jetzt erst, da steht ja am Bett. Was hast du denn, Papa? Er ist gesund. Wie schön. Warst du denn krank? Nee, aber ihr macht mich noch krank. Mit eurer ewigen Streiterei. Das Zimmer hat nun mal keine größere Grundfläche. Das hat aber eine total große Deckenhöhe. Ach, du willst das Sofa hochkant stellen und dann im Stehen sitzen. Na, 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 nun kommt mal wieder runter, ihr zwei. Oder seid ihr wieder bei eurem Lieblingsthema, Einrichten eurer Wohnung. Halt du dich da raus! Also früher hat man wenigstens guten Tag gesagt. Na, er fängt doch immer an. Weil du immer alles besser wissen willst wie ich. Halt's. Oh, bitteschön. Weil du immer alles besser wissen willst als wie ich. Ja, sag mal, worum geht's hier denn eines? Tick, mich wirklich interessieren. Ne? Willst du ausziehen? Mutter? Im Leben eines jeden jungen Mannes kommt irgendwann der Zeitpunkt,
woher, wenn man sagen, Flügge werden und das beschützende elterliche Nest verlassen muss. Red nicht so geschwollen. Ja, und Mama, du, wir haben da was gefunden. Bianca, hast du den Katalog? Den hast du. Wo hab ich den denn hingesteckt? Rechte Außentasche direkt hinterm Reißverschluss. Und klemm dir nicht wieder die Finger. Also, das finde ich ja immer toll, dass du sogar weißt, wo meine Sachen sind. Das wüsstest du auch, wenn du mal selber packst. Hier, Mama, ja, guck dir das an. Also, ein Traum, sag ich dir. Made in Heaven. In Dänemark. Sowas hast du noch nicht gesehen. Hä? Na, Mama, was sagst du? Ja, das ging uns genauso. Wir waren auch sprachlos. Das sieht man doch sofort. Das Bett hat innere Werte. Alles massiv Holz. Sowas gibt's heute kaum noch. Und alles allerbeste Handwerksarbeit. Eigentlich viel zu schade, um darin zu schlafen. Siehst du, Almut? Da hörst du, wie Tobi und Bianca solche Arbeit zu schätzen wissen. Richard, ich glaube, du verstehst da etwas falsch. Nein, 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 Almut. Ich habe genau mitgehört. Sie haben über das Bett gesprochen. Herr Ohnsorg, die beiden sprechen über das Bett als solches. Ja, ja. Ein solches Bett gibt es auch nicht so oft. Die meisten Betten sind sowas von zusammengehauen, dass sich die Leute überhaupt trauen, einem sowas anzubieten. Ja, 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 das ist ja mein Reden. Und deshalb darf man auch keine Mühe, Arbeit und Kosten scheuen, um solche Betten zu bauen, an denen auch noch nachfolgende Generationen ihre Freude haben. Nicht, Almut? Richard, mach dich nicht unglücklich. Präzise unsere Denke, Papa, und nicht so ein Bruch wie dies hier. Wo habt ihr euch das eigentlich geliehen? Sag mal, konntest du darin überhaupt liegen? Ja, also, bin ich jetzt bekloppt oder seid ihr es? Eben gerade habt ihr das Bett doch noch über den grünen Knie gelobt. Papi, ihr habt aneinander vorbeigeredet. Was soll das heißen? Tobi meint dies Bett. Soll das etwa heißen, dass solch ein Bett euch überhaupt nicht gefallen könnte? Machst du Witze? Das ist doch grauenvoll. Tobi, vorsichtig, das ist ein Geschenk. Wer schenkt Ihnen denn sowas? Haben Sie Feinde? Also das haut mich jetzt wirklich um. Jo, Richard, lass mal. Ja, hast auch recht, Almut. Geschenkt. Tobi, Bianca, kommt ihr mal mit nach oben. Ich muss euch da was erklären. Sorgen Sie es mit Fassung. Tja, Almut, was machen wir jetzt mit dem Bett? Gleich ins Schuppen? Nee, nee, lass mal stehen. Wir warten, bis Trude Wrangel sich das ausleiht. Das lasse ich mir einfach nicht gefallen. Ich gehe nie wieder zurück. Inga Potowski, die blöde Kuh. Die hat mir gerade noch gefehlt. Inga, nun beruhig dich doch. Was ist denn passiert? Das ist wegen Gernot. Hat er sie verlassen? Almut, und denk doch mal nach. Wenn er sie verlassen hätte, was will sie denn hier? Dann hat sie das ganze Haus doch für sich alleine. Nee, Gernot hat mich nicht verlassen. Das ist denn ja schon mal was. Obwohl, verstehen könnte ich's. Aber Richard, ich hab ihn verlassen. Mit Gernot bin ich fertig. Ein für alle Mal. Ich gehe nie wieder zurück nach Hause. Ja, was? Soll das heißen, dass Sie hier bleiben wollen? Ja, Inga, Streit gibt's doch in den besten Ehen. So kann man das auch nicht sagen, Almut. Wir haben uns noch nie gestritten. Gernot, der ist sowas von doof. Der auch? Ja. Der hat gesagt, ich bin sowas von doof. Ist ja eine doofe Situation. Ach so, ja. Aber sag mal, worüber habt ihr euch denn gestritten? Gernot sagt, dass er zu wenig Schlaf kriegt. Ja, das mag ja alles sein. Wie es will, aber hier bleiben können sie auch nicht. Inga, meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Nee, ich gehe nie wieder zurück nach Hause. Inga Potowski? Ich bin nicht da. Ja, wo bist du denn?
auf. Oh Gott. Ich dachte, da sucht er als erstes. Alles gut. Entschuldigung, ist meine Frau da? Ich glaube nicht. Inga? Inga? Inga, sind Sie da? Ja, ja, das hat sie manchmal. Normalerweise ist es so, kaum ist sie weg, ist sie wieder da und will sich mit mir versöhnen, egal ob ich kann oder nicht. Ja, ist es also schon häufiger vorgekommen? 4 oder 5 Mal. In 2 Jahren Ehe? Pro Woche. Aber diesmal ist sie zu weit gegangen. Das Grundstück hat sie bisher noch nie verlassen. Aber jetzt ist Schluss. Ein für alle Mal Schluss. Hören Sie? Ich gehe jetzt nach Hause und ich schließe die Tür ab und ich lasse die Rollläden herunter. Das ist fiese. Und wie soll ich denn reinkommen? Na, guck mal an. Sie sind ja doch da. Du bist sowas von... doof. Ich bin müde. Müde! Ja, normalerweise hilft das Schlafen. Ich kann bei Licht nicht schlafen. Und wenn Sie es ausmachen? Kann ich doch nicht mehr lesen. Und wenn Sie ins Wohnzimmer gehen, Inga? Ich kann nur im Bett lesen. Immerhin. Was liest Ihre Frau denn so? Ja, das sehen Sie doch. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja putzig. Wo gibt's denn sowas? Das haben wir in unserem letzten Urlaub gekauft. Am Wörthersee. Äpfelchen, meinst du nicht, wir sollten uns wieder versöhnen? Oh ja. Da habe ich jetzt auch Lust zu. Naja, dann ist ja alles wieder in Butter. Bis auf mein Schlafproblem. Oh, da hätte ich eine Lösung. Getrennte Schlafzimmer. Platz genug hätten wir. Aber wir haben nur ein Bett. Ja, Almut. Ja, wenn das so ist. Almut, was meinst du? Ja, also, wir hätten da ein Geschenk für Sie. Zu spät, Trude. Ja. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Sonst hätte ich mir das Ding womöglich doch noch ausgeliehen. Na, Frau Wrangel, freuen Sie sich nicht zu früh. Eine Chance haben Sie noch. Denn wir nehmen dieses Bett auf gar keinen Fall. Ja, Trudel, was meinst du? Nee, ich bin bloß wegen der Leber rübergekommen. Die muss ich nämlich noch zurückbringen. Ja, hallo. Und wenn Sie sich das doch noch überlegen... Ja, denn wir sagten ja schon, für geschenkt. Geschenkt. Nicht nur Geld und gute Worte. Das kapiere ich nicht. Da schraubt man sich die Finger rund und dann will das Bett keiner haben. Was machen wir denn nun, Almut? Tja, dann werden wir wohl drauf sitzen bleiben. Bitte sehr, meine Herren. Wir sind Holzfällerin, wir sind gut. Am Tag packt uns die Arbeit gut. Na, wir sind Holzfällerin, wir sind gut. Am Tag packt uns die Arbeit gut. Das Ding muss raus aus diesem Haus. Und sehen wir uns im Schrei. Denn wir sind was sehen. Wir sind bloß dabei. Ja, wir sind Holzfällerin, wir sind gut. Am Tag packt uns die Arbeit gut. Ja, wir sind Holzfällerin, wir sind gut. Am Tag packt uns die Arbeit gut.